Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Throne of Baal. Wir sind immer noch in Sendais Enklave. Die verrückte Dunkelelfin will uns den Chaos machen. Ja, aber das dürfen wir noch hinkriegen. Auch wenn das gerade eben ein bisschen mies war. Erledigte Aufgaben waren die Festungssiegel öffnen, ja. Ist nichts Neues hier drin, aber egal. Und zwar haben wir uns hier mit Erdelementar geprügelt und dann kam der Obererdelementar, der uns den Chaos gemacht hat. Zweimal. Weil er prügeln konnte wie ein großer und Erdbeben spam und so weiter. Eine große Herausforderung. Jetzt müssen wir uns mit Diafa anlegen. Ihr habt gegen den Prinzen der Elemente gekämpft und gewonnen, doch ich werde nicht so einfach zu besiegen sein. Vernichtet sie, meine Lieblinge. Insertus, Pulture, Imperium. Oh, Insektenschwan. Was? Ihr grabt schon wieder an mir herum? Nun, ich... Das hatten wir Nein, doch schon. Ich wollte nur... Naja, kennen wir ja schon. Ja. Genau, sie klaut den Ring und macht Kälte und vorher noch verrückt. Auf wen ist der Insektenschwarm? Ich warte auf euren Befehl. Schon erledigt. Nein, hör auf, überzugehen. Ganz ruhig bleiben, Leute. Der wird gleich wieder nachlassen, hoffe ich mal. Okay, er hat nachgelassen. Ja. Gut. Okay, okay. Wenn da einer Krieg will, kann er ihn gerne haben. Ich bin bereit. Was kann ich tun? Ist mein Schutz vor dem Bösen? Nein, da ist mein Schutz vor dem Bösen. Potentes. Das hier ist wesentlich aufregender als dieser Zirkus. Da kriegst du einen Scheusal. Und da kriegst du noch. Was? Und weil wir so nett sind, kriegst du doch einen Feuerball. Kriegst das hier. Dämonenritter macht Wort der Macht tot auf Eri. Okay. Ja? Dann noch ein Schutz vor dem Bösen. Potentis. Ich warte auf euren Befehl. Zeigt mir wohin und ich schlage zu. Ja. So, oder rein da. Große Herausforderung. Okay. Todesritter ist böse. Ja. Macht Wort tot auf, Yahira.
Keine große Herausforderung. Okay, dann nochmal das Ganze. Ja. Ich warte. Okay. Erstmal bringen wir den Vampir um. Fragt nur. Was kann ich tun? Ich hasse 4. Scheiße. Ja? Dass man immer noch so leicht gefiert werden kann, ey. Eigentlich sollte ja schon das hier vor 4 schützen. Ja. Also vor Furcht. Ich rede, wie immer ich kann. Okay. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Was kann ich tun? Los, spuck es aus. Ich warte. So, Schutz vor dem Bösen. Manus, Potentis, Power. Ja, keine große Herausforderung. Ihr habt es so gewonnen. Todesritter stirbt. Okay, Todesritter tot. Meine Klinge wird ein... Okay. Ja. Mr. Badass Augentyrann ist ja auch noch da oben. Ja. Ich helfe, wo immer ich kann. Okay. Ich warte. Was bitte? Und Schutzzauber. Noch mehr Schutzzauber. Ich sollte wirklich öfter mal Insekten oder so herbeirufen. Oder am besten gleich kriechender Tod beschwören. Ja. Manus, jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Potentis, Porum. Manus, Potentis, Porum. So, Verteidigungskoordination rein da. Für die Gefallenen! Ja. Jeder spielt den Schwert. Okay. Jetzt muss noch die Stockmutter sterben. Gott sei Dank. Wie ich sowas hasse. Führt mich an, mein Freund. Schmeiß mal 10 Stück raus. Wobei, habe ich nicht bei Yahira noch welche? Ja. Jede Menge sogar. Okay.
Dann bleiben die mal bei Ahira. Wobei einen zu Talisa, einen zu Kaldorn. Trinken. 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 Ich warte, was immer ihr wünscht. Ein Schild und eine Rüstung. Und ein Schwertchen. Das Schwertchen ist klar. Das wird wahrscheinlich ein Zweihänder plus 1 sein. Das Schild und den Feldharnisch, die sind beide eher interessant. Schwarzstahlschild. Die Zwerge des Clans von Klangeding waren für ihre Arbeit mit Schwarzstahl bekannt, ein Material, das es nirgends gab, außer in ihrer Heimat, den wandernden Bergen. In ihrem Streben, immer mehr davon zu finden, gruben sie immer tiefer in die Haut der Erde hinein. Bei einer solchen Expedition verschwanden die sieben Söhne der Argeld Schwerhand, dem Clanführer. Der einzige Überlebende der schicksalhaften Expedition war Glimred Schwerhand, der jüngste Sohn von Argeld. Als er zurückkehrte, erzählte er Geschichten von Dwar und Delfin und noch einem anderen dunklen, namenlosen Grauen, das noch niemand zuvor gesehen hatte. Obwohl er verzweifelt versuchte, seine Söhne zu rächen, konnte Argeld nicht mehr seines Volkes nach unten in die Tiefen des Berges schicken, damit sie gegen solches Grauen kämpften. Glimred selbst jedoch konnte nicht untätig bleiben. Um seine Rache zu unterstützen, begann die Zwergenschmiede, ihm ein Schwarzstahlschild anzufertigen. Einen stark verzauberten Schild, der mehr Schutz bot als manche Rüstungen. Aber Glimred war zu ungeduldig, sein Wunsch nach Vergeltung ließ ihm keine Ruhe und so brach er in die Tiefe der wandernden Berge auf, bevor die Arbeit an dem Schild beendet war und ward nie mehr gesehen. Das Verschwinden und der Tod seines einzigen überlebenden Sohnes war zu viel für Argeld und er starb an einem gebrochenen Herzen. Nach dem Tod ihres Anführers und dem Verschwinden ihres Helden Grimred wussten die Zwerge, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis ihr Clan von ihrem Feind aus dem Unterreich überrannt würde. Bevor der Clan sich über das Angesicht Sferuns verstreute, verkaufte er diesen Schild an den Höchstbietenden, doch wer ihn von den Zwergenschmieden erwarb, gaben diese nie preis. Kälte, Feuer, Säureresistenz, Rüstungsklasse Bonus, kann nicht verwendet werden von Barden, lieben Druiden, Magiern. Das heißt, du kannst ihn nicht tragen. Upsala. Du könntest ihn tragen. Wäre aber fast nicht besser als der Wächter. Und du hast den Festungsschild. Der wäre besser. Okay, Festungsschild kommt dann in unsere Sammlung, weil das trage ich schon lange mit mir rum. Dwaupunkanisch. Ja, der zerfällt zu Staub. Gut. Ja, wenn ihr es wollt. Damit steht die Tür weiter offen. Yay. Das heißt eigentlich, wenn ich jetzt hier weitergehen müsste, das Ding schon zu Staub zerfallen. Mit Hilfe des Schicksals und der Macht werden wir die Vorherrschaft erlangen. Ihr seid also derjenige, der so viel Erfahrung verursacht hat. Ich muss zugeben, dass ich nicht beeindruckt bin. Und das ist Hauptmann Iggy-Sack. Oder Sarg. Ich bin wegen Zendaya hier, geht zur Seite oder stirbt. Glaubt Zendaya wirklich, sie könnte mich auffallen, indem sie mir ständig diese lächerlichen Sklaven entgegenschickt? Wir werden sehen, wie beeindruckt ihr seid, wenn ihr zu meinen Füßen liegt. Nehmen wir mal das Erste, geht zur Seite. Euer Fortschritt, der auf Massakern begründet ist, hat meine Herren stark beunruhigt. Wenn ich euch besiege, wird meine Belohnung wahrlich groß sein. Zuschauer, oh Captain, mein Captain. Hä, warum sprecht ihr mich auf diese Weise an, Betrachter? Ihr habt eine äußerst seltsame Einstellung. Ich werde das demnächst der Herrin melden müssen. Kennen wir dich nicht irgendwoher? Zuschauer, oh, macht euch nichts aus. Ich wollte das schon immer sagen und dann kommt ihr daher und regt euch gleich auf. Ihr wolltet doch nur diesen Kommentar abgeben, bevor dieser Balabkömmling euch zum Mus zerquetscht. Hä, das wird nicht unbedingt passieren. Oh, ja, aber gesetzt den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr es wirklich schafft, den Balabkömmling umzubringen, würde Zendaya nicht zu den Mutteroberinnen laufen und versuchen, das ganze Lob für ihre eigene gierige Wenigkeit zu reklamieren? Ihr sprecht die Wahrheit, mein einjähriger Freund. Ich würde die Lorbeeren für diese Tat gern selbst einheimsen. Habt ihr einen Vorschlag zu machen?
Ich überlege mir gerade, ob es nicht vielleicht besser wäre, wenn ihr Talisa zu einem Duell herausfordert. Beim Sieg gebührt euch der Ruhm allein. Selbst die Oberinnen könnten das nicht widerlegen.